Hallo Westwing, Helena mein Name. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und dass ich euch meine 66 Quadratmeter Dachgeschosswohnung in München präsentieren darf. Mein Name ist Helena, ich bin 36 Jahre alt, wohne seit über 10 Jahren in München und seit 1,5 Jahren hier in dieser schönen Wohnung. Wenn euch mein Stil und meine Einrichtung gefällt, dann könnt ihr gerne bei Westwing nachshoppen. Hier stehen wir bei mir in meinem Lebensmittelpunkt, in meiner Küche sozusagen. Das ist mein Esstisch, den habe ich über eBay Kleinanzeigen gekauft und habe die Füße selber mit angebracht. Und hier ist wirklich mein Lieblingsplatz. Hier sitze ich den meisten Tag, hier sitze ich im Homeoffice an meinem Laptop und genieße einfach dieses Licht von oben, was den ganzen Tag hier ist, und schaue von hier wirklich in die Weite der Wohnung. Und das ist das, was diesen Platz hier zu meinem Lieblingsplatz macht. Ich hatte mich gleich in diese großen Fenster hier verliebt. Diese Vierfachfenster hatte ich so vorher noch gar nicht gesehen und das Licht ist einfach, was mich direkt überzeugt hat. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man größer ist, mit den Dachschrägen. Man muss ein bisschen aufpassen, aber aus meiner Sicht kann man das einfach toll kombinieren. Ich habe da einfach ein paar Artikel hingestellt, sodass dieser Raum unter den Schrägen gut genutzt ist und man da einfach ein wohliges Wohngefühl erreicht. Dann nehme ich euch mal mit in meine Küchenarea. Wie ihr vielleicht sehen könnt, also ich bin nicht die größte Köchin, ich bin auch sehr, sehr viel beruflich unterwegs. Deswegen bleibt die Küche bei mir meistens kalt. Ich liebe es aber einfach, dass ich alle Dinge verstauen kann. Und wie hier drüben sehen könnt, ich bin großer Weinfan und liebe es, mit Freunden an meinem großen Tisch zu sitzen und da einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Mein Einrichtungsstil würde ich als puristisch beschreiben und auch klassisch. Also ich versuche wirklich mit zeitlosen Tönen zu arbeiten, das heißt für mich Schwarz-Weiß-Töne. Das Ganze aber dann auch für die Wärme zu verbinden mit Stoffen, mit verschiedenen Materialien wie auch Holz und dann noch so in Grau- und Betontöne zu gehen. Meine Gäste fragen mich immer wieder, warum ich eigentlich einen Spiegel in der Küche stehen habe. Und ich muss sagen, das hat sich durch einen Zufall ergeben. Ich arbeite super gern mit Spiegeln, die das Licht reflektieren, die durch die großen Fenster reinkommen. Und für den Spiegel habe ich einfach keinen besseren Platz gefunden. Aber ich muss sagen, inzwischen, das ist super. Morgens bei einem Kaffee schaue ich da immer noch mal rein, gucke, dass mein Make-up sitzt und dann geht's los. So, dann gehen wir mal vom Küchenbereich rüber in den Wohnbereich. Hier sitze ich gerne mal abends und lese ein Buch auf meiner Couch oder schaue einfach nur aus dem Fenster und genieße den Ausblick. Hier seht ihr einer meiner Lieblingsbereiche der Wohnung. Das ist mein großes, hohes Regal. Ich liebe hier einfach die hohen Decken. Und als ich eingezogen bin, habe ich mir überlegt, was mache ich mit diesem Wandvorsprung? Und dann kam mir die Idee mit diesen Regalbrettern. Und jetzt bin ich richtig verliebt in das Regal, weil man einfach ganz verschiedene Dekoartikel platzieren kann. Ich habe selber eine Uhr aus Beton gegossen, die könnt ihr da oben sehen. Und je nach Jahreszeit kann man auch immer wieder variieren und hat so immer mal was Neues in der Wohnung. Neben dem Regal seht ihr ein relativ großes Bild. Also man muss da auch erstmal gucken, es ist eine super hohe Wand. Was platziere ich da jetzt hin? Was geht auch nicht unter? Und ich habe ganz speziell zu diesen Kissen hier auf meinem Sofa, zu dieser grünen Farbe, ein Bild gesucht. Und dann war die Auswahl relativ eingeschränkt. Und ich bin ein Fan ja von Puristik und von moderner Kunst. Und deswegen ist es einfach nur dieses Farbklecksbild geworden. Okay, dann nehme ich euch mal mit raus auf meinem Balkon. Bei dem schönen Wetter ist es einfach hier wie noch ein zusätzliches Zimmer und ich liebe es, den ganzen Tag meine Zeit hier draußen zu verbringen. Der Balkon hat mit seinen 12 Quadratmetern einfach eine super Größe, um ganz, ganz viel Zeit hier draußen mit Freunden zu verbringen, auch mal zu grillen oder gemeinsam zu essen. Und unter diesen Kissen hier seht ihr eine Bank, die ich selber zusammengebaut habe, weil ich mir einfach dachte, es ist schön, wenn man eine große Liegefläche hat, wenn man draußen liegen kann, die Sonne genießen kann und natürlich auch mit 4 bis 5 Freunden hier gemeinsam sitzen kann.
hier sind wir jetzt in meinem Schlafzimmer und wie ihr sehen könnt, auch hier diese wunderbaren großen Fenster. Und es ist so schön, morgens aufzuwachen mit Tageslicht, mit Sonnenschein und einfach rauszuschauen oder auch abends rauszuschauen und die Sterne zu gucken. Ansonsten habe ich hier einen Couchtisch von Westwing, den ich umfunktioniert habe zu meinem Nachtschränkchen sozusagen. Und was ich hier noch versucht habe, ist, weil ja alles ziemlich eckig ist in meiner Wohnung, ein bisschen ein anderes Format reinzubringen. Und deswegen habe ich hier zwei runde Spiegel angebracht in unterschiedlichen Größen, die auch hier nochmal dem Raum einfach eine Größe geben sollen und mit dem ganzen Licht spielen. Wenn euch mein Einrichtungsstil gefällt und ihr das ein oder andere Produkt nachshoppen wollt, dann schaut doch einfach bei Westwing vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!